Amerika hat es gewagt, Chicago zu eröffnen. Sagt man das so, man eröffnet Städte, ne? Ja, so macht man das. Ist klar. Also ich meine, was sollen wir... Hier, wir sind im Diplomatiebildschirm und gucken jetzt mal... Casus Belli. Casus Belli, das... Das ist neu. Das ist eigentlich Latein und ist sowas wie ein Kriegsgrund. Man nennt immer so diesen letzten Funken, der dann quasi alles zum Explodieren bringt, den Casus Belli. Was ist das hier in diesem Spiel? Diskutieren. Ah, guck mal, das Pop-up-Fenster ist das gleiche. Hier bei Diskutieren. Forderungen stellen, Abkommen aushandeln, Überraschungskrieg erklären. Kriegstreiber Malus schwer. Casus Belli, Kriegstreiber Malus gemäßigt. Formellen Krieg erklären. Warten wir mal ab. Noch sind wir nicht bereit. Wir müssen die noch kurz rüberziehen. Wir warten nicht mehr. Wir erforschen nicht groß. Wir ziehen jetzt zu Chicago, holen uns das, haben dann Eisen und gut. Die Frage ist nur, eigentlich wollte ich da gar keine Stadt gründen. Vielleicht hier eine oder so. Die ist mir zu dicht dran. Oder? Ob wir die denn niederbrennen, überlege ich gerade. Hier erstmal zurück. Und die ganzen Typen, also wir brauchen ja auch eine Verteidigung. Wir jetzt hier. Das Dumme ist, er kann ja gar nicht über die Bäume rüberschießen mit seinem scheiß Bogen da. Deswegen machen wir das so. Das ist aber keine Verteidigungseinheit. Da bräuchten wir eher so einen Typen hier. Aber der ist jetzt bei Chicago. Okay, also Plan ist folgende. Wir stellen die hier hin und hier vorne würde ich eigentlich gerne Speerkämpfer haben oder so. Ach, da ist doch ein Speerkämpfer. Ja, geilomat. Okay. Einheit benötigt Befehle. So, was mache ich jetzt eigentlich mit diesen Handwerkern? Mal ganz kurz Krieg beiseite. Ist es jetzt klug, die zu benutzen für diese Standardmodernisierung? Ja, der wollte fix ans Eisen, sagt Tobi Tupsen. Ja, du hast auch vollkommen recht, aber so fix und dafür eine hässliche Stadt hier mittendrin, die keinen Raum hat, platzieren, das ist nicht mein Style. Ich mache hier coole Ecke und warte dann, arbeite mich hier hoch, aber das ging nach hinten los. Da war, ich hätte nie gedacht, dass die jetzt hier siedeln. Aber was bleibt ihm anderes übrig, ne? Also ich warte erstmal mit dem. Der hat ja vielleicht hier gleich bei Mainz was auszubauen. Der verdammte Belagerungsturm braucht noch 1000 Jahre, bis er ankommt. Oh, Mann. Ist die Post ja schneller. Zack, hier, nächste Runde. Aha. Wir haben eine neue Möglichkeit gefunden, unsere Landwirtschaftserträge zu steigern. Um sie zu nutzen, sollten wir zwei Bauernhöfe nebeneinander auf einem Landstück errichten, wo immer es geht. Aha, okay. Strategie erfordert Nachdenken. Taktik erfordert Beobachten. Mit dem Feudalismus wuchs dem Menschen eine eiserne Rüstung, bis er im Kampf irgendwann einem Gürteltier glich. Okay. Okay, okay. Wir sind ja im Mittelalter, glaube ich. Jetzt müssen wir mal, wir sind bald vom Krieg. Jetzt werden wir jetzt einmal ganz kurz uns das hier durchlesen. Also, wir haben immer noch den Kram. Gegen Barbaren kämpfen wir nicht mehr so viel. Das ist ganz sexy.
30% Produktion für Lagerbezirk. Ach so. Nur Lager. Ich dachte generell für Bezirke. Nee, dann finde ich das nicht so gut. Marineeinheiten, Antike und Klassik ist, glaube ich, vorbei. Wir sind doch schon im Mittelalter, oder nicht? Wo steht das? Zumindest sind wir da bald, oder? Sind wir schon? Dip, 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 dip. Was ist los mit dem Bild? So. Hat sich verschoben, ne? Ja, ist der Steffen in der Regie. Dann ist die Regie wahrscheinlich tatsächlich betrunken. Also nehmt ihr das nicht übel. Das passiert. Stecker rausziehen und wieder reinstecken? Soll ich das machen? Ich unterhalte mich gerade mit der Regie. Ihr kriegt das vielleicht nicht mit. Ich soll den Stecker rausziehen und wieder reinstecken vom Computer. Meinst du, das löst das Problem, Steffen? Am Splitter? Okay. Ich zeige euch das. Und wieder rein. Wir müssen das Bild immer splitten, damit ich das kriege und ihr. Also Gabeln. Und diese Splitter-Dinger, diese kleinen Boxen, die ich euch gerade gezeigt habe, die spinnen immer rum. Ja, ich habe wieder Bild. Wie sieht es bei euch aus? Okay, dann gucke ich weiter, was wir für eine Regierung hier wählen. Was nehmen wir noch von nur doppelte Erfahrung? Nee. Gegen Barbaren? Nee. Plus 6 Stadtvergeidigungsstärke, plus 5 Stadtfernkampfstärke. Das ist, nee, wir wollen was Offensives. Das hier. Sind wir denn jetzt noch in der Antike oder sind wir schon im Mittelalter? Sagt das mal einer hier im Chat. Ich muss ganz kurz das hier jetzt machen, das ist wichtig. Produktion. Neu ausgebildete Handwerker in 2 zusätzliche Bauaktionen. Das ist ja auch krass. Aber plus 1 Produktion finde ich ganz okay. So, jetzt könnte es langsam angekommen sein. Und vielleicht hat einer eine Antwort auf die Frage, ob wir schon im Mittelalter sind oder ob wir es auch in der Antike sind. Naja, egal. Wir bestätigen das. Bisschen was verändert. Zap, 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 zap. Und wählen eine Forschung noch schnell. Erstmal hier die Arbeit erledigen. Bildungswesen ist jetzt dran. Steigbügel, das ist auch nice. Guck mal, dann können wir Ritter. Wollen wir steigen? Wir machen Steigbügel. Ich war schon Mittelalter, ne? Ja. So viel Rittern, wie wir hier kämpfen gerade, ist es auch sehr wahrscheinlich. So, dann nehmen wir hier die Söldner. Und bauen was in Trier. Hier hätte ich jetzt gerne noch eine... Haben wir was Neues? Hier, die Pikeniere. 14 Runden. Alter Schwede. Egal, 14 Runden bauen wir hier ein Pikenier. Was dauert der denn so lange? Okay, hier forschen wir. Du... Wieso... Hä? Ach so, hier ist alles voll. Die haben da gerade, die feiern gerade eine Party irgendwie. Kommen wir nicht durch. So, also du bist eine Angriffseinheit. Du gehst jetzt... hier rum. Ah, das war dumm. Egal. Du wolltest ja hier erstmal warten. Okay? Den dürfen wir nicht vergessen hier drin. Ja, erinnert mich später dran. Von hier müsste ich jetzt eigentlich tatsächlich bis hier hinschießen können, weil das hier sieht aus wie ein flaches Feld. Das ist zwar Hügel, aber ist egal. Hier kann ich hinschießen dann. Muss ich nur die nach vorne stellen, dann sind die geschützt. Verschanzen. Und hier weiter. Weiter Richtung Chicago. Oh, Chicago.
Old Chicago. Rüber. Hin da. Chicago kriegen wir. Nächste Runde. Eigentlich brauchen wir noch mehr. Der muss eigentlich auch noch mit. Oh, jetzt kommen sie hier mit Einheiten auch noch. Habt ihr gesehen? Jetzt ist der da reingezogen und heilt sich. Das ist ein bisschen doof. Der Typ hier geht einmal bitte zurück und dann schauen wir mal, ob wir ihn verbessern können. Nee, können wir nicht. Ah nee, der kann ja auch nicht mehr ziehen. Barcelona. Ja, nun. Abwarten. Wir müssen kurz warten. Wir dürfen ja jetzt nicht einzeln. Wir müssen mit geballter Kraft. Alter Schwede, wir können den zum Pikenier verbessern. Das machen wir noch schnell. Das machen wir noch schnell. Das sollten wir mit dem auch machen. Habt ihr aber gesehen, was es gekostet hat? Das war, was sollte das kosten? 210 Gold. Das ist eine Menge, die kann ich nicht... Wichtiger, dass ich den upgrade, der jetzt in Krieg zieht, hier vorne. Der Offensive. Nächste Runde. Irgendwie sind das nicht so viele Einheiten, wie ich mir gewünscht hatte, die ich hier hatte. Ne? Ich muss ja jetzt ein paar für Mainz zurücklassen. Du da lang. Du. Versuchst dich hier so durchzuwuseln. Wobei, das kannst du nicht. Können wir mit Barcelona irgendwie vielleicht mal einen Deal machen? Also mit Spanien. Offene Grenzen. Und du hast ja Jade. Davon habe ich noch nichts. Wollen wir das vielleicht tauschen gegen Gips? Nee, will er nicht. Er will mir sechs so... Ah, immer diese ungleichen... Nee, nee, nee. Hau ab. Ich will so... Wenigstens. Das macht er. Offene Grenzen. Jetzt können wir da rein, ja. Gut, dass wir das erst danach gemacht haben. Ja, wir können ihn verbessern, aber eben das Eisen noch nicht. Seht ihr? Deswegen. Ich weiß ja nicht. Soll ich den auch noch dazu ziehen? Ich lasse ihn lieber hier. Also nicht, dass wir am Ende doch noch eine Stadt verlieren. Ich habe noch nie einen Krieg gehabt hier in Civ 5. Na? Dahin? Ja. Aber du kommst fast rechtzeitig. Guter Turm. Viel zu wenig Einheiten. Ein Streitwagen, noch ein Streitwagen und ein Speerkämpfer, der zum Pikenier wird. Gucken wir mal, ob das reicht. Na, errechnet. Ja, was? Ich glaube, das ist immer der Sound für Barbarendörfer, ne? Kann das sein? Wenn die so aufpoppen. Die dahin. Du hier durch. Fehlen mir jetzt offene Grenzen. Alles schön, alles gut. Du hier hin. Schöner Streitwagen. Wieso darfst du da jetzt... Achso, du hast schon...
So, jetzt hier. Für unverschämte 210 Gold. Pikeniere. Aber die sind dafür richtig stark. Hoffe ich. Und gucken wir mal, ob das irgendwie uns hilft beim Einnehmen von Chicago. Okay, okay. Verschanzen. Nächste Runde. Ich will die ja eigentlich jetzt nicht bis zur Verteidigung noch hier reinziehen lassen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich will jetzt, der Turm steht da, den machen sie bestimmt jetzt für wenig Mühe kaputt. Oh, hier ist die Stadt. Hat sich ausgedehnt, Mainz endlich. Sehr schön. Dann kann der Typ hier mal ganz kurz. Mainz, bitte bau. Bau mal hier die Stadtmauern. Komm schon rüber da. Danke. Okay. Jetzt kommen sie. Ah, die werden auch geärgert gerade. Sehr schön. So, wie funktioniert das jetzt mit dem Belagerungsturm? Kann der supportmäßig? Anscheinend ja. Ja, sehr gut. Und alle angrenzenden Einheiten dann, ne? War das nicht so? Was haben wir gebaut? Anscheinend ein Handelsknödel da. Nee, gar nicht. Wir bauen gerade sogar noch was. Da hat sich wahrscheinlich wieder so ein Handelsweg aufgelöst. Also wenn wir, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Wenn wir jetzt hier nach Süden Handelswege öffnen, ist es wahrscheinlich gefährlich, ne? Wenn denn hier nur, also die Amerikaner rumlaufen und vielleicht meine Handelsleute, ich weiß nicht, ob sie die tot machen können. Deswegen würde ich jetzt vielleicht was etwas nicht so Gefährliches wählen, so wie Breslau. Da kriegen wir 3 Gold plus 1. Aber Breslau ist ja ziemlich mies. Die anderen geben 5 in der Summe. 4 Gold und 1 Kultur. Nach Washington wäre natürlich geil, wenn wir eine Straße hätten. Aber komm, das geht schon. Wir machen jetzt. Wir machen das jetzt mit Breslau kurz, nur um sicher zu gehen. Wir kriegen ja zwar ein bisschen weniger, aber na, wegen Stadtstaaten und so. Die sind einfach nicht so gefährlich. Kommt da auch noch eine Straße hin? Okay. Da können wir nicht rein. Was wir jetzt machen können. Der kann angreifen. Der kann auch angreifen. Wollen wir angreifen? Wollen wir das jetzt machen? Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Pass auf. Also die werde ich hier jetzt natürlich nicht wegkriegen, aber ich habe, also wenn die jetzt noch weiter reinziehen. Naja, wobei Städte können ja jetzt erst mit einer. Egal, wir machen das jetzt. Aber die kriegen aber wenig. Flankierbonus. Die sind ja richtig scheiße, meine komischen Streitwagentypen da. Können ja gar nichts. Na gut, okay. Ab geht's. Sei bereit für Krieg. I must choose between righteousness and peace. I choose righteousness. Okay, righteousness it is. Oh Mann, wir haben aber auch schon Stress mit Kongo. Alles klar. Jetzt haben wir einen derben Kriegstreiberbonus. Was das bringt, finden wir wahrscheinlich noch raus.
Aber los geht's. Blitzkrieg. Hier natürlich ein bisschen aufpassen. Nicht, dass sich da unten einer rumtreibt. Ach, guck mal, das haben wir schon erledigt. Wie, das war's? Nee, 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 wir können noch. Hier zum Beispiel der Kollege. Und damit meine ich den Kollegen, kann hier auf die schießen. Das kostet nichts. Gut. Und dann machen wir die noch ein bisschen kaputter. Mal nur, was diese Krieger aushalten heutzutage, ne? Okay. Dann müssen wir jetzt aber aufpassen, wenn wir hier hinziehen. Ich will nicht, dass... Nee, das geht nicht. Können ja gar nicht ziehen, wenn die im Einzugsbereich sind, soweit. Nächste Runde. Oh shit, wie dumm. Ich hätte da oben noch ein, zwei Einheiten ziehen können, glaube ich. Wir werden denunziert vom Kongo. Sehr dumm, hier hätte ich nämlich noch ziehen können. Jetzt greifen die meine Jungs auf den Berg an. Vorteil für mich eigentlich. Jetzt muss ich aber abhauen hier. Das ist aber so nicht geplant, ne? Oh, da kommt Schwert. Wir haben Barbaren-Schwertkämpfer aus dem Westen, die mir helfen, hoffentlich. So, jetzt müssen wir überlegen, wollen wir die angreifen oder die angreifen? Wir greifen mal die an. Weil gegen Pferde haben wir ja die Pikeniere, aber die können wahrscheinlich nicht so weit, ne? Okay, Pikeniere rücken aber vor. Boah, da verliert die Stadt aber richtig. Seht ihr das? Das könnte was werden. Warten wir aber noch, oder? Machen wir das schon? Ne, wir machen das geballt. Oder? Ah, ich weiß es nicht. Nie Stadt angegriffen. Ah, hier unten ist dein Jade, okay. Alter, Stonehenge. Steht hier einfach so. Die Fackeln brennen noch. Mhm. Okay. Jetzt könnten wir, aber müssen eigentlich. Wir gehen hier hin und heilen uns. Die halten aber nicht viel aus, du. Was mit dir? Kannst du vielleicht die hier töten? Danke. Und dann würde ich sagen, verschanzen wir uns hier. Die jetzt anzugreifen, das bringt uns nicht zu viel. Ihr seht das rechts unten. Verschanzen wir uns, heilen uns. Noch ein neuer... Jetzt nach Jerusalem, okay? Vilnius haben wir schon eine Straße. Ist zwar ein bisschen gefährlich, aber hier noch eine schöne Straße runter, das sieht doch schön aus. Ab nach Vilnius. Oder wir könnten auch nach Mainz, um alles ein bisschen... Nee, 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 hier ist ja gerade Kriegsgebiet. Wir bleiben bei Jerusalem. Gut. Aha. Schaut mal an. Hier ist Madrid, oder was? Tja. Und das ist das letzte Stück Küste, das wir nicht hervorstammen. Damit ist das letzte Geheimnis unseres Kontinents geklärt. Es gibt nichts mehr. Nee. Hier ist noch ganz interessant. Können wir darüber setzen eigentlich mit unserem Speer? Gucken wir mal. Aber, bevor wir gucken, noch einmal checken. Okay, der ist im Dingsmodus. Alles gut hier. Los. Was passiert jetzt? Jetzt wird es spannend hier. Er zieht in die Stadt. Komm, die Barbaren sollen auch nochmal angreifen. Als Söldner. Hey, wir gehen überall hin, wo es Geld und Ärger gibt.
Aha. Howard Taylor. Was haben wir hier? Kultur und Wissenschaft. Einheitenverbesserung. 50% auf Einheitenverbesserung. Das, Ne, wir lassen das mal so. Ausrichtung wählen. Marinetradition. Das bringt auch irgendwelche Kärtchen. Und jetzt. Jetzt ziehen wir nochmal hier runter, weil wir natürlich hoffen, dass der Typ hier Chicago angreift und nicht uns. Währenddessen heilen wir uns kurz hier hinten. Und forschen hier ein bisschen. Dann machen wir einen kleinen Trip nach Stonehenge. Damit wir das auch mal gesehen haben. Und dann sieht es ja so aus, als wenn die USA jetzt doch nicht allzu viel hat. Also ich habe keine Angst. Die kommen jetzt hierher. Der Typ steht natürlich scheiße. Nehmen wir schnell wieder zurück, sonst haben wir da ein Problem. Aber ich würde sagen, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Und ich schaue wieder in den Chat. Also postet da fleißig rein. Ich nehme eure Tipps an. Ist ja, wie gesagt, auch mein erstes Spiel mit Civ 6. So weit war ich noch nie. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit der Auslöschung von Amerika. Bis gleich.